einfach, also Melodien und auch ziemlich viel so, ja, so ein bisschen sphärisches und weirdes, aber eigentlich alles so relativ Boom-Bap-Hip-Hop-Beats so. Und das war einfach jetzt das, was ich von so vielen Songs, die ich gemacht habe in diesem Jahr, am stärksten fand, was so ein eindeutiges, oder was heißt eindeutig, nichts, was ich mache, ist wirklich eindeutig, aber das so ein Bild ergibt von dem, was ich in Schwarz-Weiß gerne interpretiert haben wollte. Du hast JC gefeatured in Hände hoch, also im zitiert, Video. Ne? Ja, richtig, das ist der richtige englische Begriff, ist zitiert. Leute wollen meinen alten Scheiß, kaufen mein altes Album. Bist du ein Pendant für Jay-Z von den Elder Statesmen des Hip-Hops, vielleicht auch für Deutschland? Ich glaube, man kann nicht ein Pendant von einer anderen Person wirklich sein. Ich bin ich, aber ich glaube, Jay-Z ist schon einer der was gerade was dieses diese Rolle von Rap wird langsamer wachsen irgendwie, und ich glaube, er kann es für Amerika gut transportieren, und ich glaube, für Deutschland bin ich einer der wenigen, die es bisher transportieren können, so in diesem Erwachsenen. Du hast auch schon zwei, Rahmen. Drei graue Strähnchen. Oh ja, das sind ein paar mehr sogar. Das ist ein bisschen George Clooney-like. Ja. Altert sich's im Hip-Hop in Amerika einfacher als in Deutschland? Ich weiß es nicht, ich wohne ja nicht in Amerika zum Glück. Ich meine, ich war so viel Fan von so vielen Leuten früher, die echt für mich riesen Superstars waren und die dann im Laufe der Jahre jetzt irgendwie alle hier auf irgendwelchen kleinen Konzerten spielen, irgendwelche Ami-Rapper, weißt du, die da drüben nichts mehr reißen und auf einmal einen nach Features fragen und so, ich jetzt natürlich dann dankend ablehnen kann. So. Und also ich habe zum Beispiel mal mit Guru, der hat mir mal eine SMS geschrieben, weil ich ein Feature mit ihm machen wollte, das habe ich abgelehnt, und ich sehe, wie undankbar dieses Land auch mit seinen Protagonisten da umgeht. Denn ich habe dieses Haus hier mit aufgebaut, ich habe es demoliert, ich habe es renoviert, ich bin das Super MC, ich bin das Buch von Jay-Z, ich habe Rap für die Masse nicht dekodiert. Wobei, wenn man jetzt guckt, die mit dir früher schon groß Karriere gemacht haben, Max Herre, Jan Delay, die machen heute alle keinen Hip-Hop im eigentlichen Sinn mehr, sondern irgendwie was Souliges, was Funkiges mit Singer-Songwriter-Elementen. Da bist du ja jetzt mit deinem Hip-Hop-Album fast schon wieder Einzelkämpfer. Rappen ist schon eigentlich meine Hauptleidenschaft, mein Haupthobby so, und deshalb ist es dann auch gesund, das in so einem Moment, wo man das selber wieder so sieht, nach außen zu kehren. Ich glaube, man muss eben auch wirklich einfach machen, was man will. Deshalb bin ich auch immer eher froh, wenn Rapper sagen so, ey, ich habe jetzt Bock hier mein Funk-Album, ich habe jetzt gehört, Jans neues Album wird eher in Rocky-Richtung gehen, und Max, glaube ich, wird wieder auch wieder mehr Rap-Faktoren einbeziehen, so wie ich das irgendwie bei ihm mitgekriegt habe. So. Leute, ja, Künstler sind eben keine Jukeboxen, ne? Was geht da? Sammy, ja, wer hätte das gedacht? Das ist von der Phone nicht das, was sie erwartet haben. Du hast auf deinem neuen Album auch in ein paar Phrasen einfach, ich bin die Nummer 1, ich bin der Erste. Ich bin nicht der Beste, cool, zeig mir Besseren, noch Konstanteren, noch Charmanteren, Wortgewandteren. Ist es sowas, was man trotzdem immer wieder noch bekräftigen muss, weil du glaubst, dass es die anderen einfach immer noch nicht verstanden haben, oder muss man da einfach seinen Thron auch immer weiter untermauern? Also man fühlt sich auch nicht komisch, wenn man jetzt mit einem anderen Rapper zusammen einen Song macht und beide behaupten auf dem Song, dass sie der beste Rapper wären. Das führt auch nicht zum Clash oder zu dem Fakt, dass in der dritten Strophe das jetzt ausdiskutiert werden muss, sondern hey, du bist der Beste in dem, was du machst, ich bin der Beste in dem, was ich mache. Aber ein Rechtfertigungsdruck ist es nicht. Also rechtfertigen muss man sich ja immer nur, wenn man gefragt wird, warum man das noch so oft erwähnen muss. Ne? So, muss das immer wieder erwähnen? Nein, ich muss es nicht erwähnen, aber ich mach's gerne, weil ich bin der Allerbeste, den es jemals gab, geben wird und alles. Punkt.